kommen wir zur fünften Aufgabe von meinen Aufgaben. Es geht hier wiederum die Grenzrate der Substitution zu bilden, die jeweilige Nachfragenfunktion bei der Güte aufzustellen, die Verbrauchsmenge im Optimum zu bestimmen, den maximalen Nutzen zu bestimmen, das Budget, das notwendig ist, ursprünglichen Nutzen zu erhalten, wenn sich der Preis, wenn sich Preis 1 halbiert. Also bei unserer Aufgabe 5 haben wir eine Nutzenfunktion von x1 hoch, haben wir eine Nutzenfunktion von x1 zum Quadrat mal x2 zum Quadrat, das Budget sei 1200, der Preis für P1 ist gleich 10 und der Preis für für gut 2 ist gleich 25. Okay. Also, unsere Nutzenfunktion lautet u von x ist gleich x1 zum Quadrat mal x2 zum Quadrat, was nichts weiter halt ist wie in Klammern x1 mal x2 zum Quadrat. Wir erinnern uns, bei der Transformation mit geraden Exponenten müssen wir darauf achten, dass die Basis hier nicht negativ ist, wenn wir das hier verändern wollen. Na, wir sehen hier, x1 mal x2 kann nicht negativ werden, da wir in der Mikroökonomie sind und wir nur positive Güter haben, also wir können kein negatives Gut halt kaufen. Also bedeutet das, dass wir diese gesamte Funktion auch umtransformieren können in ut ist gleich x1 mal x2. So, jetzt sollen wir die Grenzrate der Substitution halt binden, also die MRS, was nichts anderes ist als die Funktion einmal nach x1 abgeleitet, also x2, und die Funktion einmal nach x2 abgeleitet, was halt x1 ist, und davon das negative Vorzeichen. Damit wäre die A schon abgeschlossen. In der B sollen wir jetzt die Nachfragefunktion von x1 und x2 halt aufstellen. Dafür gehen wir von der Optimalitätsbedingung aus, minus P1 durch P2 ist gleich die Grenzrate der Substitution, was ja nichts weiter ist als minus P1 durch P2 ist gleich minus x2 durch x1. Na, das Ganze jetzt aufgelöst nach x1, kommen wir auf p1 durch p2 mal x1 ist gleich x2. Dieses x2 müssen wir in unsere Budgetgerade einsetzen, damit wir halt x1 bestimmen können. Also n ist gleich p1 mal x1 plus p2 mal x2. Na, dieses x2 jetzt genau eingesetzt. Daraus folgt dann p1 mal x1 plus p2 mal p1 durch p2 mal x2 mal x1. Na, jetzt sehen wir hier, dieses x2 kürzt sich halt heraus, bleibt also am Ende nur noch zu stehen. M ist gleich P1 mal x1 plus P1 mal x1, was ja nichts weiter ist als 2 mal P1 x1. Das Ganze nach x1 aufgelöst, folgt daraus x1 ist gleich 1/2 m durch P1. So, jetzt haben wir die erste Nachfrage nach gut 1 gebildet. Jetzt setzen wir dieses x1 hier oben in die x2 halt ein. Da kommen wir dann auf P1 durch P2 mal x1 ist gleich x2.
eingesetzt, kommen wir denn darauf, x2 ist gleich p1 durch p2 mal 1/2 n durch p1. Wir sehen hier, das p1 kürzt sich mit dem p1 hier weg. Kommen wir also auf x2 Stern ist gleich 1/2 m durch p2. So, jetzt schauen wir, haben wir ja gegeben, m ist gleich 1300, P1 ist gleich 13, wir haben gegeben 1200, Entschuldigung, ich hatte mich gerade verguckt, P1 ist gleich 10 und P2 ist gleich 25. So, das Ganze jetzt jeweils in die Nachfrage eingesetzt, da kommen wir dann auf x1 Stern, ist nichts weiter als die 1200 durch 10 und das natürlich dann mal 1/2, da ist nichts weiter als 60 und x2 Stern ist 1/2 mal 1200 durch 60 durch 25 und da kommen wir auf gleich 24. Jetzt sollen wir den optimalen Nutzen bestimmen. Na, das Ganze hier oben wieder eingesetzt, also u von x ist gleich 60 zum Quadrat mal 24 zum Quadrat. Da kommen wir halt auf einen Nutzen von 2073 und 6 auf 2.000.000 und 73.600. So, jetzt sollen wir noch das kompensierende Budget berechnen, wenn sich der Preis um P1 halbiert, also P1 ist gleich 10 gewesen. Jetzt verringert sich der Preis. P'1 ist gleich 5. Na, berechnen sollen wir M'. Und M' ergibt sich aus der Veränderung des Budgets plus unserem ursprünglichen Budget. Und Delta M ist gleich in Klammern P1' minus P mal x1. Also Delta M ist gleich minus 5 mal 60. Also haben wir hier minus 300. Und daraus resultiert, das Kompensierende ist minus 300 plus 1200. Also haben wir hier 900. Gut, das war es jetzt zur Aufgabe 5 von meinen Aufgaben.
falls ihr wieder irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir gerne eine E-Mail senden. Okay.